Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Longplay. Und zwar spielen wir heute Little Nightmares 2. Und ja, ich habe Little Nightmares 1 gespielt. Wir werden heute Little Nightmares 2 spielen und wir gucken mal, was das Spiel so mit sich bringt und schauen direkt mal rein. Okay. Ach, guck mal, was sind wir denn für ein kleiner Süßer mit dem Ding auf dem Kopf? Nice. Ich laufe immer erstmal in die andere Richtung. Einfach um zu gucken, vielleicht gibt es ja hier ein Easter Egg oder so. Oh, ich kann auch wieder so lang laufen. Ist ja... Was ist das hier für ein Karton? Kann ich den mitnehmen? Ich will den mitnehmen. Ich kann rufen? Hallo. Hi. Hi. Okay, dann laufen wir jetzt erstmal Richtung... Wo... Oh Gott, wenn ich so eine Blätter sehe, habe ich ein bisschen Angst, dass da eine Falle sich verbirgt. Aber ich glaube, am Anfang kriegen wir jetzt erstmal so ein kleines Art Tutorial. Was passiert, wenn wir jetzt hier runterfallen? Was ist das hier? Okay, okay, okay. Kann ich hier hoch? Nein. Bestimmt hier hinten hochlaufen? Nein. Scheiße. Bin ich jetzt umsonst runtergefallen? Nein, ich will nicht umsonst. Ich will wieder hier hoch. Lass mich hier hoch. Halt dich doch fest. Okay, warum bin ich... Ich... Aber... Oh, ich komme nicht mehr hoch. Okay. Wie weit kann ich nach hinten laufen? Wie weit geht das? Okay, nicht so weit. Okay, hier kann ich mich ducken. Okay, warte, kann ich hier vorne hin? Geht das? Achso, wie wäre es einfach mit hier? Okay. So, kann ich was mit der Kiste hier machen? Nein, kann ich nicht. Okay, ich kann nur auf der Kiste hin und her springen. Okay. Okay, wie kann ich ducken? Ducken? LT, ah, zum Ducken. Wir sind jetzt in einem, weiß ich nicht, Loch, Gang, Durchgang. Und hier ist ein Schuh. Kann ich den Schuh mitnehmen? Ich kann den mitnehmen. Kann ich hier werfen? Nee, ich kann ihn nur ablegen. So, okay. Na gut, ich weiß jetzt nicht, warum da dieser Beutel ist. Voller Leichen. Kann ich auch sprinten, wäre die Frage. Wahrscheinlich nicht. Ja. Also wir haben hier eine Falle. Ich will doch gar nicht. Ich wollte gerade noch sagen, da ist eine Falle. Und ich wollte die auch gar nicht auslösen, sondern, ne? Ich wollte drüber hüpfen. Okay.
Das sieht auch aus wie eine Falle. Ich laufe mal dran vorbei. Sieht aus wie so eine Falle, dass man da reinfallen könnte. So, kann ich den jetzt... Oh ja, ich kann ihn mitnehmen. Sehr gut. Wir klettern kurz hier rauf, damit wir die Kiste hier nach vorne schieben können. Können wir bestimmt hier hochklettern. Und weiter geht's. Sehr gut. Okay. Aber, also... Ich hab doch X gehalten! Zum Rennen X halten, habe ich doch gemacht. Wollt ihr... Okay, er braucht ein bisschen Anlaufzeit. Das war gar nicht mal so unklar, aber okay, ich nehm's mit. Nein, das war nicht richtig. Wir müssen irgendwie... Achso, warte mal. Wir müssen irgendwie da hoch. Und zwar wahrscheinlich hier über den Baumstumpf. Luchicato. Dann hier rüberspringen. Uns festhalten. Und... ich wollte eigentlich rüberspringen. Okay. So. Nein, nein. Ich und Steuerung. Wir sind immer gute Freunde gewesen. Jetzt nicht mehr. Okay. Also, nochmal hier ranhängen. Dann hier nochmal. Ja, lass ihn runter. Ach, Benny. Ja! Also, weil manchmal ist... So, jetzt hier hoch. Woll! Okay, okay, okay. Wie machen wir das, dass wir jetzt da hinkommen? Sollte ich was mit dieser Kiste hier machen? Kann ich die Kiste hier nehmen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich konnte die Kiste nehmen, damit ich hier runterkomme. Weil ich glaube, ich muss jetzt hier hochklettern. Jawohl! Okay. Wäre ich von da oben runtergesprungen, gehe ich mal von aus, wäre ich gestorben. Ey, Oma! Okay, können wir jetzt hier einfach runter? Kann ich eigentlich diesen Schuh? Ich würde den gerne werfen. Geht das? Ei. Ich kann den Schuh. Warte. Nein. Ich dachte mir schon, da ist irgendein Triggity Trick. Aber gut. Haben wir zum Glück sofort erkannt. Aber sowas von sofort. Hier sind Bärenfallen. Gott, wer... Warum? Kann ich das hier mitnehmen? Geht das? Take it! Als ob ich das Spiel schon mal gespielt hätte. Nein, ich habe es nicht schon mal gespielt, aber... ich weiß ja nicht... Okay. Zum Glück haben wir das gemacht.
Okay, wir sollten vielleicht so ein paar Dinger hier lang werfen. Alter Falter. Das sind ja mal gar nicht so wenige. Ey, ich habe ein bisschen Angst, jetzt hier lang zu laufen. Das war natürlich jetzt richtig clever von mir. Wie sieht's denn hier vorne aus? Nimm doch! Okay. 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 Ist jetzt hier nichts mehr weiter? Doch, da vorne ist noch was. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Genau da, das meine ich. Diese Traps. Gar nicht mal so schön. Habe ich eigentlich 7 Days... Du da schon verpasst oder kommt noch? Nee, das kommt noch. Melli, Oma. Das kommt noch. Das wird auch noch erscheinen. Okay, hier haben wir Käfige. Jetzt ist die Frage, warum haben wir hier Käfige? Und warum war jetzt gerade kurz diese Melodie so, wie sie war? Oh no, 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 no. Müssen wir jetzt hier hin? Oh, wir müssen hier rein. Wir müssen... ins Haus. Oh, ich habe da gar nicht so gute Erfahrungen mit. Aber... wir nehmen die Wurst mit. Und schmeißen diese. Okay, 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 okay. Gibt es hier unten noch irgendwas? Okay, hier hinten geht es noch weiter. Da hinten würde es auch weitergehen. Okay, hier kommen wir nicht durch. Und hier vorne gibt es wahrscheinlich auch noch nichts. Doch, vorne geht es nochmal zurück. Was können wir denn von hier vorne mitnehmen? Setze gesammelte Hüte im Pausenmenü auf. Ich kann Hüte sammeln? Ich kann meine Optik verändern. Nice. Da sehe ich mich. So, was haben wir hier? Also ich weiß nicht, ich fühle mich immer nicht so wohl, wenn ich hier solche Hackebeile sehe. Kann ich das eigentlich mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Warte, warte, warte. Bevor wir jetzt hier weiter nach links gehen, gehen wir erstmal kurz zurück. Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Also, hier. Who is it? Ich kann da nichts gegenwerfen. Kann ich irgendwas... habe ich irgendwas, was härter ist? Nimm dieses Hackebeil. Er nimmt es nicht. Okay, wir brauchen irgendwas, womit wir... warte mal, kann ich die Tür einfach so ziehen? Geht es nicht? Kann ich da nicht so ein Brett greifen und gegendrücken? Nein. Nimm doch! Greif doch! Nimm doch irgendein... okay, nimm nichts. Irgendwie muss ich doch da hinkommen. Also, wie wäre es mit dieser Axt, die wir hier gefunden haben? Also mal gucken, ob wir damit die Tür durchkriegen. Ich gehe mal von aus, ja.
Jetzt nur, dass er sagt, here is Johnny. Hello, my friend. Ich möchte dir nur helfen. Trau dich ruhig raus. Ja, komm, come out. Komm. Hallo. Oh Gott, er rennt weg. Renn doch nicht weg. Warum rennt er denn weg? Hat er Angst vor uns? Ist hier oben noch irgendwas Schönes? Guck mal, ich bring dir deine... Er rennt nach oben. Deine Kanne mit. Renn doch jetzt nicht nach oben. Bleib doch hier. Wir können doch zusammen spielen. Hey, renn, nicht wegrennen. Ach, du hast die Tür aufgekriegt. Ich alleine. Okay. Ja, ihr seid einfach am Essen, ne? Alles gut für mich. Oh Gott, seht ihr nicht so gut aus. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin freundlich. Also ich habe zwar eine Tüte auf dem Kopf, aber er hat nichts zu sagen. Sind wir jetzt Freunde? Jawohl! Und jetzt häng ich an meine Füße. Genau. Irgendwer ist wach geworden. Lass uns schnell hier hochklettern. Kommst du mit? Ja, komm mit! Wir haben einen neuen Freund gemacht. Yay, wir haben Freunde. Wir haben einen Kumpel gefunden. Nee, warte. Wir müssen den Koffer schieben. Komm, lass uns den Koffer rüber. So. Da oben ist ein Schlüssel. Den brauchen wir wahrscheinlich für unten das Schloss. Wir haben hier oben noch eine Kurbel. Also zumindest hier so eine Art Kurbel. Aber uns fehlt halt die Kurbel. Ach so. Yeah, wir machen ja hier Teamwork-Action. Das heißt, kann ich dich jetzt hier hoch... Komm hoch. Nee. Er kommt nicht hoch. Gut, das heißt, wir gehen runter. Ist das jetzt eine Puppe oder ist das jetzt eher ein schlafender Mensch? Es ist zum Glück wirklich nur eine Puppe. Ich dachte, wir reißen jetzt der den Arm aus oder irgendwas. Aber zum Glück nicht. So, haben wir hier hinten noch irgendwas? Nee, ne? Hier hinten ist nichts. Okay. Gut, dann nehmen wir jetzt nur die Kurbel mit. Oh. Ich will nicht den Arm, ich will die Kurbel. Gib sie doch. Jawoll. So. Das heißt, Kurbel bringen wir mit. Schmeißen die Scheiße jetzt hier runter. Sehr gut. Und dann kommen wir, glaube ich, damit zumindest an den Schlüssel. Kommen wir nicht. Okay, das heißt, ich muss hier hochklettern. Und muss jetzt hier rüberspringen. Nein, bleib doch. Oder so. Ich würde gerade sagen, bleib doch einfach da. So.
So, das heißt, wir können auch jetzt bestimmen. Oh, guck mal, guck mal. Ich bin ja gar nicht mal so schlecht in den Spielen hier. Ich wollte gerade sagen, sagt er und springt einfach da runter und stirbt dabei. So, kommt unser Freund. Jawohl. Komm mit. Ein neuer bester Freund. Also ich weiß jetzt nicht, achso, nee, warte mal, das ist nicht, nee, okay, ich wollte gerade sagen, das da ist ja das Scheißhaus. Ich wollte jetzt sagen, nicht, dass wir jetzt hier in so ein Scheißhaus gehen. Yeah. Also wir müssen da oben ins Loch. Da oben, aber auf dem Weg dahin, ist eine Bärenfalle. Ja und... Und ja. Kann ich jetzt hier... Nee, ne? Geht das? Mit Anlauf? Hier rüberspringen? Okay, es hat funktioniert. Oh, hier liegen sehr viele Fälle. Das war nicht sehr clever. Gut. Also müssen wir uns hier so lang schleichen. Also er wird, glaube ich, aufmerksam wegen unserem Getapse. Gar nicht mal wegen dem Licht. Sondern wegen anderen Sachen. Wir sind aber so... Nein, 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 nein. Don't. Mach es nicht. Er hat mich erwischt. Okay, er hat auch eine Schrotflinte in der Hand. Okay, vielleicht sollte ich mich doch wirklich, so wie der andere, hinter den Sachen verstecken. Wir sind weg. Kannst du lange suchen? Ist keiner da. Die anderen gehen auch gleich. Nein, nein, nein. Du kommst. Nein, nein. Gras versteckt. Okay, wir müssen uns im hohen Gras verstecken, aber wir dürfen wahrscheinlich die Vögel nicht aufscheuchen. Okay, so viel dazu. Ich bin noch extra jetzt hier... Warte mal, kann ich noch weiter hier vorne hingehen? Wir sind nicht da! Okay, er achtet anscheinend auf die Bewegung von den Grashalmen.
Wirklich was sehen tut er ja nicht. Okay, okay. Wir müssen in das Loch. Da rennen wir jetzt rein. Der hält jetzt da nicht seine Waffe rein, oder? Doch, hält er. Okay. Wir gehen weiter. Ey, jetzt haben wir den hoffentlich aber hinter uns, ne? Also der ist jetzt nicht mehr hinter uns her. Also, der Jäger, also ich würde jetzt sagen, er ist ein Jäger, weil er hat Tiere auseinandergenommen und gehäutet. Machen ja nur Jäger, glaube ich, ne? Okay, wir rennen durch. Warte mal. Können wir überhaupt durchrennen? Oh no! Was machen wir denn jetzt? Er ist jetzt zwar schön, dass wir ihn da hingelassen haben, aber was ist jetzt mit uns? Geronimo, fang mich! Okay, sehr nice. Oh. Okay. Also, ne, ist gar nicht mal so schlecht. Okay, wir können hier hochklettern. Warum können wir hier hochklettern? Und was ist da im Käfig? Kann ich das hier im Käfig irgendwie... Nein! Ich kletter wieder hoch. Ich wollte nicht runterspringen. Kann ich ihm jetzt eigentlich sagen, dass er mit hier hochkommen soll? Nee, ne? Kann ich? Ich würde ihn gerne befreien. Also irgendwie muss ich ihn noch aus dem Käfig rauskriegen, oder nicht? Okay, wir beschäftigen uns jetzt vielleicht doch nochmal mit dem Käfig. Aber wie kriege ich ihn da raus? Aber hier vorne habe ich das Tor. Hier. Da noch nicht dran. Kann aber nicht irgendwie... Nee, kann ich nicht. Schade. Schade, schade, schade. Ich weiß nicht, wie ich dich rauskriege. Sorry dafür. Ich muss dich leider dann doch da lassen. Da ist wieder der gute Jäger. Ja, nun kletter doch da hoch! Okay, okay, nein, ich hab mich. Du hast mich ziemlich hoch! Lass mich doch! Warum bin ich für den Jäger eigentlich so interessant? Ich bin doch nur so eine kleine Irgendwas-Figur. Ist doch jetzt gar nicht so, dass ich. Ich bin doch kein Tier. Wir sind weg. Du kannst uns nicht sehen. Wir sind hier nicht mehr da. Hallo. Er läuft jetzt da wieder lang. Warum läufst du denn da lang?
Wir sind doch so klein und so unscheinbar. Das macht doch alles keinen Sinn. Oh Gott, ich kann tauchen. Oh Gott, ich kann aber dabei sterben. Okay, wir könnten oben lang gehen. Wir werden aber nicht oben lang gehen, wir gehen hier unten lang. Tauchen einmal ganz kurz. Und jetzt versuchen wir von Baumstumpf zu Baumstumpf. Uns zu bewegen. Hat ja semi-gut geklappt, würde ich sagen. Okay, vielleicht sollten wir dann tauchen von Baumstumpf zu Baumstumpf. Macht das mehr Sinn? Ja und nein. Also wir müssen wahrscheinlich tauchen, wenn er sein Dämmchen hier hinpackt. Hast du dir so gedacht, mein Freund? Hast du dir so gedacht? Ich frage mich immer noch, warum hat er so ein Interesse an uns? Wir sind doch eigentlich so klein und so unwichtig für ihn. Macht doch gar keinen Sinn. Ich bin irgendwo hängen geblieben. Ich weiß es doch auch nicht. Ich bin extrem langsam geworden. Und ich weiß halt nicht warum. Was? Warum? So, wenn ich jetzt hier dran vorbeischleiche. Jetzt ab in die Tür. Ab da rein. Ich bin drin. Lass uns die Tür zumachen. Mach doch zu. Oh, warte mal. Lass uns doch mal selber schießen. So, jetzt ist Ruhe. Richtig schöne Ruhe. Naja. Es hätte ja auch anders ausgehen können. Hätte uns mal in Ruhe gelassen. Hm.